bin von der Droge zerstört, ich bin eine Ruine, ich bin ein Wrack und bin es manchmal eben nicht. In Abwandlung eines sehr bekannten Flüsterwitzes staune ich aber doch immer noch, wie viele Deutsche intelligent, ehrlich und wiedervereinigungsfreudig sind. Ja, das ist auch wahr. Diese drei Eigenschaften treffen hier auf einmal zu. Entweder wir sind intelligent und ehrlich, dann sind wir nicht wiedervereinigungsgläubig. Oder wir sind intelligent und wiedervereinigungsgläubig, dann sind wir nicht ehrlich. Oder wir sind ehrlich und wiedervereinigungsgläubig, dann sind wir nicht. Aber wer will schon dämlich sein? Kein Mensch. Nein. Such dich, such dich, such dich, süchtig, süchtig, süchtig. Such dich, such dich, such dich. Weil der Mensch sich sucht, ist er süchtig. Das ist doch der Sinn des Lebens, sich zu finden. Ich hab's gefunden. Da lass ich nicht mehr locker. Es muss schon immer eine kleine, wie soll ich sagen, Tristesse durch einen Ekstatiker schwingen. Wenn da nur Freude ist, traut man dem Frieden nicht, ja? Was ist denn das für ein Suchtig-Mensch, dieser Neuss? Deutschlands größtes Komikertalent, Gong, 1979. Armer Wolfgang Neuss, Praline, 1979. Vergreister Suppenkasper, Bild, 1975. Souveräne Intelligenz, Tagesspiegel, 1985. Ungeheuer von Loch Neuss, Katz, 1983. Ich stehe auf dem Rennplatz und mach mir einen Schuh zu. Da kommt einer und wettelt mir. Und? Zweiter geworden. Ich sehe mich richtig in der Rolle. Der deutsche Filmförster in völlig neuer Umgebung. Also, man muss natürlich die richtige Mischung machen. Verstehst du? Liebe, Leidenschaft, Komik. Also der Kapitän muss Sehnsucht nach dem Wald bekommen, der Förster ist scharf auf die Weltmeere. Nimmt die Chance wahr und schnappt sich eine reiche Tochter an. Sehen wir uns aber nicht. Und das muss man auf neue Welle richtig schneiden und drehen. Außer Atem, dafür aber ohne Sinn. Ganz toll. Das ist ja alles nur eine Ausrede für etwas, was drunter liegt, ja? Und das, was drunter lag, war immer schon der Müll. Ich musste schon immer hier irgendwo sitzen bleiben, statt rumzurennen, in mich gehen, gucken, was in mir los ist, ja. Stattdessen habe ich das immer überspielt. 1941, Soldat an der Ostfront, wird mehrfach verwundet, erhält das Eiserne Kreuz. Im Genesungsheim erste Versuche als Frontkomiker. Zurück an der Front schießt sich Neuss den Zeigefinger der linken Hand ab. Das war dicke nötig, dass ich das gemacht habe. Das finde ich unglaublich nötig. Jetzt habe ich Grund, das zu leiden. Also ich habe die größten Schwierigkeiten auch einen Grund, Mönch geworden zu sein, ja? Und hier gibt es Typen, die sagen, na, wenn du überhaupt ein kleiner Heiliger bist, dann wegen der Hand. Kann man sich auch denken. Als Ausgeflippter schießt sich einer im Krieg in die Hand. Gibt schon Impulse, ne? Kunst statt Krieg heißt die Botschaft von meiner Hand. Kunst statt Krieg. Was machen Sie im Falle eines Atombombenangriffs? Ich hülle mich in mein Bettlaken und gehe gemächlich zum Friedhof. Warum gemächlich? Damit keine Panik ausbricht.